Ja, dann begrüße ich Sie auf jeden Fall nochmal ganz herzlich hier zu unserem Abendwebinar. Kleine Late-Night-Session hätte ich fast gesagt, aber an so einem sonnigen Tag kann man sicherlich, wenn man die Tagessonne schon genossen hat, jetzt auch mal ein Stück weit entspannend sich sozusagen hier Informationen abholen. Heute geht es hier um das Thema Money Management und Mini-CFDs. Ich habe sie gleich mal hier direkt auf den Schirm gebracht. Seit Anfang Juni haben wir hier sozusagen unser CFD-Angebot erweitert, beziehungsweise vielmehr optimiert bestehende CFDs, also praktisch Index-CFDs hierbei optimiert und das Ganze eben in den Dezimalstellenbereich sozusagen als Mini-Lot-Größen verfeinert, um Ihnen hier natürlich einen Zugang zu verschaffen, der unterm Strich für Sie, für kleine Konten, aber auch für größere Konten natürlich viel, viel mehr Flexibilität und Spielraum erlaubt, um an den Märkten zu agieren. Ich selbst handle nicht so viel Indizes, um ehrlich zu sein. Mein Schwerpunkt ist der Forex-Markt, aber dennoch habe ich auch den DAX immer mal wieder gehandelt und ein CFD 1 Euro, das ist legitim bei Konten, die dann eben 5.000, 10.000 oder eben auch viel, viel größer sind, gar keine Frage. Aber wenn man eben beispielsweise als Einsteiger mit kleineren Accounts arbeitet, dann ist dann eben doch schon, wenn man zwei, drei CFDs handelt und der DAX sich dann eben um einen Punkt bewegt, dann 3, 4 Euro Bewegung pro Punkt dann doch schon recht ordentlich. Und wenn es dann eben mehrere 100 oder sagen wir 100 Punkte dann auch schon sind, dann können es natürlich auch mal schnell 300, 400, 500 Euro sein, die das Konto sich bewegt, im schlimmsten Falle gegen einen. Und das ist natürlich das, wo man sagt, hier kann man mit kleinerer Size, mit einer kleineren Feinjustierung der CFD-Größen natürlich viel, viel besser agieren. Deswegen die Mini-CFDs, da gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein. Grundsätzlich selbsterklärend die Geschichte. Ich zeige es Ihnen aber nachher anhand des MetaTraders gern nochmal. Noch eine andere Frage direkt ins Auditorium an dieser Stelle. Sie wissen, dass wir die MetaTrader 4 Add-ons haben, die Plus Add-ons, MetaTrader 4 Add-ons Plus. Frage ans Auditorium, wer von Ihnen nutzt die denn schon? Ja, wir haben auch hier ein Stück weit noch Education geplant, um das Ganze ein Stück weit zu forcieren. Diese Tools sind schlichtweg eine riesige Trade-Erleichterung, wenn man nicht selber Expert Advisors nutzt. Aber geben Sie doch da mal kurz Feedback, wer von Ihnen die Add-ons nutzt bislang. Wenn sich keiner, oder ich habe jetzt schon Feedback bekommen, jawohl, alle anderen, wenn sie sich nicht melden, dann meine ich anzunehmen, dass hier der ein oder andere entweder noch nichts davon gehört hat, beziehungsweise die auch noch nicht eben ja, auf seinen MetaTrader aufgeladen hat. Frage von Günther vielmehr. Ja, die Add-ons sind auch im Demo verfügbar. Das heißt, Sie können hier im Demo-Account die Add-ons ausprobieren und tun Sie das, weil das ist definitiv eine Trade-Erleichterung. Jeder, der mit den Add-ons angefangen hat, ist nicht mehr losgekommen. Und das fängt beim Mini-Terminal an mit One-Click-Trading, aber eben dann auch noch optimierte mit Stop-Loss und Take-Profit-Management. Ganz, ganz wichtige Tools und da werden wir auch hier weitere Education forcieren. Aber heute, wie gesagt, neben den Mini-CFDs natürlich das Money Management im Fokus, meine lieben Zuschauer. Und ich hoffe, ein jeder von Ihnen hat da hier schon mal ein Stück weit ja, damit arbeiten gelernt. Denn das Money Management ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt beim Trading, beim Handel und das muss man vergegenwärtigen. Viele Anleger, Einsteiger, die hier sich mit der Thematik rudimentär beschäftigen, denken, das ist ja nichts weiter eine große Nummer, ja, aber in der Feinheit liegt das Detail und da ist es tatsächlich so, dass man hier mit dem Money Management eben durchaus große Unterschiede fahren kann, je nachdem, wie man es eben einsetzt. Und das eben, wie gesagt, heute das Thema. Und für alle die, die mich noch nicht kennen, hier eine kurze Vita-Eckdaten, ganz klar. Ausbildung auch ein Stück weit genossen in diese Richtung. Bevorzugte Werkzeuge hier ganz klar zu sehen. Price Action. Alles, was zählt, ist der Preis, die Preisbewegung. Und wir haben es heute erlebt mit der Brexit-Entscheidung, was am Devisenmarkt ablaufen kann. Wie gesagt, die Vorzeichen waren auf Sturm gestellt und es geschah genau das. Eben auch aufgrund dessen, weil die ursprüngliche Erwartung im Zuge dessen, dass es zum Remain kommt, also praktisch Great Britain der EU erhalten bleibt. Die Erwartungshaltung war doch recht hoch, aber es kam eben nicht dazu und das Brexit hat eben dann hier den einen oder anderen dann doch schon überrascht und die Marktbewegung entsprechend heftig. Also das muss man schon sagen, Black Friday geistert so
um den Orbit sozusagen. Und das ist natürlich die ganz, ganz interessante Geschichte. Ja, also Preis-Action etc., das, wie gesagt, die Vita, der ein oder andere wird mich vielleicht auch schon mal gesehen haben. Ich bin mit JFD Brokers schon seit einigen Jahren verbandelt und bin auch stolz drauf, hier weiter in der Firma weiter aktiv zu sein und vielmehr noch Sie noch mit ins Boot zu holen, denn das werden Sie wissen, wenn Sie bei JFD Brokers handeln. Vielleicht ist auch jemand dabei, der JFD noch nicht kennt, beziehungsweise JFD Broker noch gar nicht hier mal agiert hat mit JFD. Da meine Frage, haben wir hier Einsteiger dabei, die JFD Brokers noch nicht kennen, die sozusagen beispielsweise über meinen heutigen oder vorgestrigen Artikel sozusagen drauf gestoßen sind, an diesem Webinar teilzunehmen. Da auch mal kurz Feedback. Ich sehe in der Teilnehmerrunde den ein oder anderen bekannten Namen, aber auch viele neue. Von daher, wenn hier noch einer dabei ist, der noch nicht JFD Brokers als Kunde kennt, sei es Demo oder sei es eben real, dann ruhig mal kurz ein Feedback geben, damit ich weiß, wie die Gruppe hier eben sozusagen aufgebaut ist. Also, wollen wir mal durchstarten mit dem Thema. Und zwar geht es jetzt hier um die Agenda. Die ist gar nicht so elementar. Wir gehen jetzt hier vielmehr gleich mal auf das Grundsätzliche. Ich sehe schon, die Zeit schreitet wieder voran. Wir haben ein paar Slides vorbereitet, um uns dann auch der Praxis zu widmen. Faktisch, und da fangen wir erstmal ein bisschen bei dem an, worum es eigentlich geht. Wenn Sie mit Stop-Management arbeiten, hier an den Märkten sozusagen auch ein Stück weit mit Finesse hervorgehen wollen oder voranschreiten, dann ist natürlich die technische Analyse ein wesentlicher Bestandteil. Und hier mal die Grundziele der technischen Analyse für Sie mal kurz noch zusammengefasst. Wir wollen mit der technischen Analyse gegenwärtige Trends erkennen, diese Trends natürlich auch entsprechend definieren. Und was uns die technische Analyse liefert, sind eben auch hier Signale einer Trendveränderung. Tatsache ist, solche, da sehe ich auch gerade eine Frage im Chat in Sachen Monitor Management bei 1000 Pips Gaps. Wie geht das? Da muss man ganz klar sagen, Günther, an dieser Stelle, wenn es bekannt ist an den Märkten, dass große Events anstehen, dann ist es in der Regel so, dass sich die professionellen Marktteilnehmer, es sei denn, es sind Event-Trader, die es auch gibt, aber das ist nicht die Masse der Marktteilnehmer, aber die Profis ziehen sich in der Regel zurück und warten erstmal ab, wie die News, sage ich mal, aufgenommen, verarbeitet und entsprechend umgesetzt werden in Sachen der Kauf- und Verkaufsorders an den Märkten. Was viele Einsteiger eben machen, ist hier dann praktisch eine Art Münzwurfprinzip auf Long oder Short zu setzen oder solche Straddle, wie solche Optionsstrategien, also Long und Short, so eine gewisse Hedging-Variante dann anzubieten oder eben grundsätzlich dann mit solchen Breakout-Orders zu arbeiten. Aber das sind bei solchen starken Bewegungen, und das ging ja natürlich heute in der Nacht relativ schnurstracks nach unten, allerdings auch unter hohen Schwankungen. Wie gesagt, das British Pound Yen hier mit 2600 Pips, das ist eine Hausnummer. Dafür braucht das Währungspaar mehr als eine Woche eigentlich, um so eine Bewegung in einem Stück eigentlich zu vollziehen. Und das ist, wie gesagt, innerhalb von wenigen Minuten, Stunden passiert. Und sowas ist ganz klar schwer zu kalkulieren. Und hier ein Tipp aus der Praxis: Wenn Sie nicht spezialisiert sind auf das Event-Trading, also News-Trading, und da gibt es genügend Marktteilnehmer, die da forciert sind, das hat auch immer ein Stück Risiko, ganz klar, aber bietet eben auch enorme Chancen. Ich kenne auch einen Event-Trader aus England, der hier in der letzten Nacht gutes Geld verdient hat. Ja, das war natürlich dann auch, sage ich mal, ein 24-Stunden-Job, den er da gepflegt hat, wie viele andere englische Handelshäuser ja ohnehin auch, aber der hat da recht gut verdienen können. Aber in der Regel ist es so, mittellangfristig, wenn man da bei den Events versucht, als Retail-Trader sozusagen was mitzuschnippen, wird man nicht wirklich erfolgreich sein, und die Profis ziehen sich in der Regel erstmal zurück, deswegen nimmt auch die Liquidität häufig ab, und nach den News wird dann eben positioniert, und es macht durchaus Sinn, dann erstmal die ersten Bewegungen abzuwarten. Gerade wenn Sie langfristig orientiert traden wollen, dann geht es eben auch darum, täglich bzw. eben immer wiederkehrend bestimmte Setups abzuspulen, mit diesem Geld zu verdienen, und ich sage mal, nicht auf das ein oder andere große Event zu warten, um da die große Summe zu verdienen, sondern vielmehr das stetige Körnchen nährt sozusagen das Eichhörnchen, oder sozusagen, das ist das Wichtige, dass Sie da hier einfach den Draht dahingehend finden, dass Sie eben auch da kontinuierlich an den Märkten was herausschneiden und sich dann nicht sozusagen nur auf einzelne große Moves spezialisieren. Das ist dann eigentlich auch die Kunst, hier eben langfristig zu überleben. Und zurück zum Thema, die technische Analyse hilft uns eben hier, vielerlei Trends, und darum geht es ja, wenn wir Bewegungen rausschneiden wollen, zu erkennen, zu definieren, dann
Trendveränderungen zu lokalisieren. Und das Wichtigste ist eigentlich, eine Prognose zu tätigen. Ja, das können Sie mit kaum einer anderen fundamentalen Vorgehensweise durchführen. Aber mit der technischen Analyse haben Sie eben Rahmenpunkte wie vor Wochentief, vor Monatstief, ein starkes Support-Level, was mehrfach getestet wurde. Es gab immer wieder Marktteilnehmer, die an einem bestimmten Niveau gekauft haben. Das ist also ein interessantes Key-Level, einen Price-Action-Point, wo man sagt, da treffen sich Verkäufer und Käufer und in der Masse gab es eben dann immer wieder einen Überhang auf der einen oder anderen Seite und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wieder passiert. Und wenn es nicht passiert, wird es zu vielen Stop-Ordern kommen, die dann wiederum den Impuls in die andere Richtung beschleunigen. Aber wir können mit Hilfe des Charts eben durchaus ein Stück weit den Markt lesen, was wir sonst kaum können. Tatsache ist, Prognosen sind letztlich immer ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Wir haben hier viele Optionen und wir müssen immer abwägen, wie wir hier richtig vorgehen, um sozusagen an den Märkten zu agieren. Und wir haben immer das Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Es wird keinen 100% Treffer geben, es wird auch keine na gut, langfristig gesehen hat man das Münzwurfprinzip, das heißt, wenn Sie 10.000 Trades machen und einfach nur nach Kopf oder Zahl kaufen und verkaufen würden, würden Sie im Mittel 50% der Fälle richtig und 50% der Fälle falsch liegen. Und hierbei können Sie mit der technischen Analyse, mit dem Wissen, eine Trendbewegung zu antizipieren, mit dem Wissen, an bestimmten Price-Leveln aktiv zu werden, eben doch die Wahrscheinlichkeit ein Stück weit zu Ihren Gunsten ziehen. Dennoch, eine Wahrscheinlichkeit zu 100% gibt es nicht. Es gibt auch keine Garantien an den Märkten. Auch immer wieder Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist gerade bei der technischen Analyse so. Viele Marktteilnehmer, die diese verteufeln, finden immer wieder Beweggründe, dass es ja da oder da nicht geklappt hat. Und natürlich gibt es Ausnahmen, aber die Regel, und das ist auch von Thomas Bukowski aus den USA statistisch bewiesen worden, ist eben diese, dass bestimmte Muster immer wiederkehrend auch eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit haben, die nicht bei 100% liegt, aber die bei deutlich über 50% eben vorzufinden ist. Dass letztlich keine Methode unfehlbar ist vom Trading, vom Analyseansatz, das ist ganz klar. Aber letztlich geht es auch darum, hier mit dem Quäntchen des Wissens eben seine Vorteile zu ziehen. Und deswegen Frage an Sie, verwenden Sie denn hier Stops? Also verwenden Sie welche? Mal ins Auditorium, ich meine, jetzt kriege ich hoffentlich viele Meldungen, aber mir ist ja wichtig, was da steht. Also wer Stops verwendet, ruhig mal reinschreiben. Wer es nicht tut, natürlich auch, ein einfaches Ja, Nein, Yes, No würde hier ausreichen. Die ersten Stimmen kommen rein. Und ja, ich lese auch gerade Trailing Stops, aber die Gruppe, unser Auditorium hier ist schon auf dem Level, wie ich es eben auch gewohnt bin. Diana, letztes High und Low, auch interessant, wahrscheinlich ein Stück weit markttechnisch orientiert. Aber ich habe bis jetzt noch kein Nein dabei und bei dieser großen Gruppe, die wir doch sind, ist das schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber das wundert mich auch nicht, denn bei JFD Brokers, mit Verlaub, haben wir hier, oh, Johannes setzt keine Stops. Johannes, dann mal kurz das Feedback, warum setzt du keine Stops? Und dann fahre ich gleich mal fort. Bei JFD Brokers, wie gesagt, haben wir in der Regel einen Kundenstamm, der doch schon, ich sag mal, auf dem Advanced Level arbeitet, um nicht zu sagen, dann eben in den höheren Stufen auch auf dem professionellen und Vermögensverwalterbereich. Das heißt, wir haben viele Konten, also im Kontext zu anderen Brokern nicht viele Konten, aber viele Konten, die relativ hoch kapitalisiert sind und eben die auch dann meistens auch Trader mitbringen oder auch Manager, die dann eben hier wissen, was sie tun. Und Stops sind praktisch eine Art Lebensversicherung für Ihren Account. Denn verwenden Sie welche? Ich habe hier zu Großteilen Ja gelesen. Was kann passieren, wenn nicht? Dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt Gewinn- und Verlustserien. Und das ist jetzt hier die Geschichte, die sich mal aufs Konto bezieht. Und da sind wir schon im Thema Money Management konkret. Es ist eben so, das kann man auch auf einzelne Aktienpositionen beziehen oder aber auf Ihr Konto. Ja. Und Sie sehen im Prinzip hier die Performance to Recovery, das heißt, wir haben einmal einen Drawdown auf der linken Seite, der sich hier bei minus 10, 20, 30 etc. aufreiht und auf der Gegenseite praktisch die dazu notwendige Performance. Und ja, es gab schon Marktteilnehmer, die dann daherkamen, wenn ich jetzt einen Verlust von minus 30% habe, dann brauche ich ja nur noch plus 30%, um hier wieder auf Null zu kommen. Fehlanzeige, das ist natürlich genau der Irrglaube, wenn man Mathe nicht aufgepasst hat. Es ist natürlich hier, dass man den Faktor natürlich um das ergänzen muss, um den prozentualen Verlust erstmal wieder auf Null zu bringen, der sich nicht im gleichen Level bewegt, aber der sich hier exponentiell steigert, je nachdem, je größer der Verlust wird. Und bei minus 10% ist es relativ legitim zu sagen, hey, das kann ich wieder aufholen. Sei es in eine einzelne Aktienposition, sei es das ganze Portfolio, sei es Ihr Account. Sie brauchen im Prinzip nur
in Anführungszeichen aber wieder 11% Rendite erzielen und dann sind sie bei null. Ja, also Vorkosten wohlbemerkt. Ne? Handelsgebühren kommen natürlich auch noch dazu. Aber letztlich ist es so. Bei minus 20 kommen wir schon in den Bereich gelbe Signalfarbe. Heißt hier ein Stück weit mit Vorsicht agieren. Denn der Punkt ist ganz klar, dass es letztlich so ist, dass der Markt oder auch Ihr Account durchaus mal ein schlimmes Jahr erfahren kann, beziehungsweise einzelne Positionen eben gegen Sie laufen. Im Zweifel von einer Nicht-Stoppsetzung ist es eben so, dass Sie bei minus 20% beispielsweise dann schon 25% Rendite erzielen müssen, um auf Null zu sein. Das ist aber noch im Bereich des Machbaren. Dennoch ist es natürlich so, dass man hier sagen muss, bei minus 20% ist auch so eine USO-Regel an den Aktienmärkten, an den klassischen Portfolios, dass man so eine Aktienposition im Bereich von 15 bis 20% dann wohl abstoßen sollte. Das ist zumindest mal so ein Grundgedanke, der immer wieder auch zu hören ist und der auch sich im Kontext der Performance to Recovery wiederfinden lässt. Denn 25% Rendite sind jetzt durchaus machbar. Ja, sowohl im Intraday-Bereich, also nicht am Tag, sondern mehr so im Intraday-Handel eben, aber eben auch als Jahresperformance zu erzielen, wenngleich Sie, wenn Sie wirklich hier jedes Jahr über 20% Rendite erzielen würden, unabhängig davon, dass Sie dann nach 5 Jahren Ihren Einsatz verdoppelt hätten, ist es so, dass die wenigsten Hedgefonds oder sag mal, die Top 20 der Hedgefonds der letzten 25 Jahre hier mit Renditen über 20% pro Jahr daherkommen. Da gibt es einzelne Jahre mal leicht im Minus, einzelne Jahre mal richtig im Plus. Aber im groben Schnitt bewegen die sich hier bei 20 bis 25%. Warren Buffett mit seinem Berkshire Hathaway Aktiengesellschaft und dergleichen hat hier natürlich auch eine langfristige Performance, die im Bereich von 27% liegt. Und das, meine lieben Zuschauer, sind im Prinzip die Kapitalgrößen, wenn wir hier von den großen Hedgefonds und beispielsweise von Warren Buffett sprechen, die dann eben nicht über einen Zeitraum von 2, 3 Jahren ihr Geld verdient haben, sondern wir reden hier über 20 Jahre, über 30 Jahre. Und da eine solche monatliche Rendite zu erzielen, das ist wirklich das A und O, und glauben Sie mir, das wird auch mit Money Management vollzogen. Denn wir gehen jetzt schon mal in den roten Bereich, wenn wir nämlich hier bei minus 30% zum Beispiel liegen in Sachen Drawdown, dann wird es langsam schon ein Stück weit kritischer, denn Sie sehen, to recovery brauchen wir hier dann schon eine Rendite von 43%. Und das liegt jetzt auf Jahresbasis gesehen schon deutlich über dem Durchschnitt und auch eine einzelne Aktienposition zum Beispiel. Freilich, wir hatten jetzt seit 2011 und die letzte Jahr, also gut, 2015 war er ein Stück weit zäh, aber 13, 14 eben hier durch Rallye-Bewegung gekennzeichnet, auch der DAX dann eben auch innerhalb von 6 Monaten mal ebenso 50% zugelegt. Das waren sehr turbulente Zeiten, gar keine Frage, aber im Schnitt muss man erstmal eine Aktie auch finden, die eben hier oder auch das Portfolio, da was hier dann 43% nach vorne rennt. Und Sie sehen, je mehr Drawdown wir zulassen, desto exponentieller steigt die dafür notwendige Performance. Und bei minus 50% bedarf es dann eben schon einer Rendite von 100%, um hier wieder auf Null zu sein. Und das, wie gesagt, geht exponentiell steil nach oben. Und wir wollen gar nicht weiter das Ganze ausdehnen, denn eine Position, die bei minus 50% liegt, ist leider Gottes dann doch schon eine sehr, sehr schief liegende Position. Und was häufig in diesem Zusammenhang gemacht wird, das sind wir schon ein Stück weit in der Trading-Psychologie, ist eben das Verbilligen im Verlust, das negative Pyramidisieren. Und das ist schon eine Geschichte, wo man sagen muss, man wirft gutes Geld schlechtem hinterher. Natürlich verbilligt man seinen Einstand und bei richtig großen Portfolios mag das auch funktionieren, wenn man das, sage ich mal, auch differenziert machen kann. Aber viele Trader, viele Einzelhändler, Retail-Privathändler haben eben hier dann nicht ihre 10, 20, 30 Positionen und ihre 3 Millionen auf dem Konto, sondern haben dann eben einzelne kleinere Positionen. Und wenn dann eben eine mal in Schieflage gerät, von minus 10 auf minus 20, minus 30, minus 40, minus 50% beispielsweise, dann kommt irgendwann der Punkt nach dem Motto, wir gehen in das Prinzip Hoffnung über. Die Position oder die Trading-Idee, warum diese beispielsweise long gekauft wurde, also auf steigende Kurse zu setzen, die ist bei minus 20, minus 30 schon passé und bei minus 50 kommt dann das Hoffnungsprinzip dazu nach dem Motto, na, jetzt ist es ja auch nicht mehr so schlimm, jetzt verbillige und kaufe einfach mal dieselbe Summe zum halben Preis nach. Natürlich ist das erstmal interessant, aber grundsätzlich gibt es ja einen Grund, warum die Aktie 50% oder das Portfolio beispielsweise 50% gefallen ist. Irgendwas geht da schief. Und da sollte man eben eingreifen und hier nicht eben in das Hoffnungsprinzip verfallen und dann, ja, drauf setzen, drauf spekulieren, dass man das wieder so aufholt. Das wird nicht funktionieren. Und das ist das Gefährliche an den Märkten. Man erfährt relativ schnell, wenn man falsch liegt. Und dann muss man die Disziplin aufweisen, eben hier den Verlust, das Falschliegen zu akzeptieren
und eben mit einem Stop-Loss zu arbeiten. Das bedarf viel Training und glauben Sie mir, das ist auch eine der größten Hürden, die es an den Märkten gibt. Viele scheitern genau da, denn man bekommt häufig den Spiegel für eine falsche Entscheidung vorgehalten und dann rennt die Position eben ins Minus und das ist eines der größten Fehler, der dann eben auch gemacht wird, nämlich die Position dann einfach auszusitzen. Totes Kapital. Und wie gesagt, je weiter wir ins Minus gehen, bei minus 90% reden wir dann schon über eine Rendite von 900%, das wird immer extremer. Ja, also zeigen Sie mir mal dann die Aktie oder den Trade, der Ihnen dann über 500% Rendite beschert. Also das ist alles dann schon sehr, sehr utopisch, je weiter wir irgendwelche Sachen ins Minus laufen lassen und rum. Bei minus 30% wird es dann schon wirklich kritisch, denn Sie brauchen hier eben dann Renditen, die sich im Bereich von 63-67% bewegen und das ist wirklich zu viel. Gut, fahren wir fort. Denn wenn Sie mit Stops arbeiten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Deswegen Ideen, Frage ans Auditorium, was für Möglichkeiten kennen Sie, mit welchen arbeiten Sie denn, wenn Sie darüber nachdenken bzw. Ihren Stop platzieren? Ich habe vorhin schon gelesen von der Diana, war das, über das letzte Hoch und Tief, das ist, denke ich, sehr markttechnisch orientiert und auch durchaus gangbar, doch da muss man natürlich auch mal wieder mit gewissen, ich will es mal so nennen, mit so kleinen Spike-Bewegungen rechnen, also mit kleinen Fakes in die Tiefs oder Hochs der Vorperiode. Das ist immer eine relativ heiße Geschichte. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, in welchem Timeframe Sie arbeiten. Das ist ganz, ganz elementar. Kasar an dieser Stelle. ATR, jawohl. Bernd, jawohl. Parabolic SAR Indikator. Auch nochmal den Average True Range Stop. Auch vom Franz nochmal an dieser Stelle. EMAS lese ich, markttechnisch lese ich, genau die Diana hatte von auch das markttechnische Prinzip Last Low, Last High. Das geht alles in die richtige Richtung. Ich selbst arbeite seit doch schon mehreren Jahren im Prinzip nur mit dem ATR-Stop. Also meine Stops orientieren sich immer an der Average True Range auf x Perioden. Das ist meistens 10 bis 14 Perioden rückwirkend. Das heißt, die letzten 10 bis 14 Kerzen werden sozusagen als Maßstab der Volatilität der Average True Range genommen und genau das ist praktisch dann auch mein Richtwert, entweder die 1,5 oder zweifache ATR oder je nachdem gibt es noch eine kleine Kombinationsmitte, was dann praktisch hier einen ATR-orientierten Stopp zulässt, um praktisch hier die Volatilität der Vergangenheit so ein Stück weit mit dem aktuellen Geschehnissen abzugleichen. Man weiß nicht, was passiert in den nächsten Handelsstunden, Minuten oder Sekunden, aber grundsätzlich ist das eine gute Orientierung, sich an der Average True Range zu orientieren und insofern sehr, sehr gut, dass Sie das auch schon tun. Gut, aber fangen wir mal an, es gibt im Prinzip bei der Stoppsetzung ganz klar den Target Stop. Ja, das ist auch ein Stopp, eine Pending Order. Der Trade wird geschlossen, wenn ein Kursziel praktisch erreicht wird. Viele denken auch darüber nicht nach. Ihr Trade neben dem Stop-Loss, was ja erstmal das Richtigste und Wichtigste ist, um Ihr Risiko überhaupt irgendwo in den Griff zu kriegen, dann eben auch daraus ableiten, ein Profit-Target zu ermitteln. Ja, ist das überhaupt realistisch? Natürlich kann jeder einen Stop von 100 Pips auf den Forex-Markt bezogen setzen oder auch, sagen wir mal, 200 Pips. Der wird in der Regel intraday gar nicht abgegrast, weil der Euro gegenüber dem US-Dollar beispielsweise sich gar nicht so viel bewegt. Ja. Aber im Verhältnis zu dem Stopp muss man natürlich auch ein Profit-Target ermitteln, das wiederum in einem positiven Verhältnis stehen sollte. Und da reden wir nicht über 1:1, sondern mehr so über 2:1. Das heißt, Ihr Risiko, beispielsweise 100 Pips, sollte im Prinzip einen Ertrag gegenüberstehen haben, der dann bei 200 Pips liegt. Also ein Risiko-Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Um eben auch hier an den Märkten agieren zu können. Wichtig, und je mehr man das nach oben dreht, desto besser wird das Ganze. Schauen wir uns aber gleich noch konkret an. Also Profit Target Stop, ganz, ganz wichtig. Dann gibt es ganz klar den Time Stop. Okay? Das ist eine Geschichte, weiß ich nicht, wer mit Ihnen oder von Ihnen damit arbeitet, aber bei mir im Intraday-Bereich ist es schon so, dass nach einer Trade-Eröffnung, das geschieht meistens im M5 oder M15, wenn es nach 5 bis 6 Perioden, jetzt sagen wir mal auf den M5 bezogen, auf den M15 bezogen beispielsweise, wären eben 6 Perioden dann 1,5 Stunden. Wenn da der Trade noch nicht angelaufen ist, also es gibt ja einen bestimmten Grund, warum man einen Entry findet, um in den Markt zu gehen. Und je weiter die Zeit voranschreitet, ohne dass die Erwartungshaltung dessen, warum ich den Trade gemacht habe, erfüllt wird, desto weniger ist das Signal präsent, desto mehr nimmt es ab an Qualität. Und deswegen gibt es den Timestop, der sich in der Regel hier im Bereich zwischen, man sagt so 5 bis 9 Perioden befindet. Da gibt es jetzt auch nicht den
heiligen Gral nach dem Motto, also wenn Sie 7 Perioden haben und dann muss das entweder so oder so sein. Das hängt sicherlich auch dann von der technischen Situation ab, von Widerstandsbereichen, Supportbereichen. Man kann also ein Stück weit noch Analyse eben betreiben, ob der Preis noch ein bisschen sich auspendeln muss, aber grundsätzlich sollte man für mein Dafürhalten nach spätestens 9 Perioden wirklich überlegen, ob der Trade noch Sinn macht, denn das eigentliche Signal liegt so weit zurück. Und wenn bis dato ohnehin kein Gegensignal kam, ist die Frage eben, ob das wirklich noch Sinn macht, den Trade zu halten. Insofern der Timestop eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um auch mal darüber nachzudenken, ob das Halten eines Trades sinnvoll sein kann. Ganz klar, Volatilitätsstopp, da haben wir es auch schon. Umsetzbar mit der Average True Range, genau das haben Sie auch schon genannt, finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Der Volatilitätsstopp ist extrem wegweisend für Entries und Exits und da haben wir auch bei uns, bei unserem Add-ons, bei unseren MT4-Add-ons die Möglichkeit, hier auch einen Trailing-Stop anzusetzen und hier auch damit zu arbeiten. Ich werde Ihnen das, wie gesagt, bei einem Education-Webinar nochmal näher bringen und Ihnen die Add-ons dann ein Stück weit vorstellen, eben auch vor dem Hintergrund, dass Sie dort hier mit verschiedenen Tools arbeiten können und sozusagen ein kleines Handelssystem auch theoretisch mit wenigen Klicks erstellen können, um Ihr Portfolio, um Ihren Account zu managen. Gerade für den Fall, dass Sie eben auch mal längere Positionen halten. Frage, die Masse von Ihnen ist im Intraday-Bereich unterwegs oder haben wir hier auch Teilnehmer, die sich außerhalb des Intraday-Charts bewegen? Kurz mal in den Chat. Franz hat gerade geschrieben, schon vorab sehe ich gerade D1, also maximal einen Tag, maximal 5 Tage, bezog sich auf die ADR. Okay, aber jetzt die Frage, wer von Ihnen denn außerhalb des Intraday-Bereichs aktiv ist, weil viele ja, Trader, gerade die bei eben FX und CFD-Brokern sind eben vornehmlich im kurzfristigen Segment unterwegs. Aber ich lese auch jetzt hier vermehrt, es gibt beides. Es ist nicht verkehrt, keine Frage. Gibt auch dem Portfolio einen gewissen Charme, wenn man eben einerseits kurzfristige und andererseits eben mittelfristige Strategien oder ich sag mal so Intraday- und Swing-Trading-Strategien favorisiert. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber fahren wir kurz fort in Sachen Volatilitäten und Stops. Vor dem Hintergrund, dass wir hier natürlich jetzt an einem Punkt sind, der dann den nächsten Stopp uns signalisiert. Und da sind wir hier bei den Unterstützungs- und Widerstandsstopps. Ganz, ganz klar. Ich sprach vorhin davon schon, dass die technische Analyse uns hier einen Hinweis gibt, an bestimmten Leveln immer wieder ein Angebot erzeugt zu haben. Oder es ist eben ein Niveau, wo die Marktteilnehmer immer wieder eingestiegen sind. Und das ist kein Zufall. Es gibt Preislevel, sowohl am Future-Markt als auch am Forex-Markt, die immer wieder angelaufen werden. Oder auch an oder Level, die sich eben kurzfristig etablieren, um dann praktisch dort immer wieder Pakete hin und her zu reichen. Das ist sehr, sehr typisch und das kann man am Chart im Prinzip auch gut orientiert lesen. Und die Frage ist eben immer, wie sich der Preis an den entsprechenden Levels verhält. Gibt es eine Umkehrbewegung? Gibt es eben tatsächlich wieder das Aufbäumen der Gegenpartei oder rutscht der Preis durch? Das, meine lieben Zuschauer, können Sie mit einem Unterstützungs- und Widerstandsstopp sehr, sehr gut managen. Um eben zu sagen, wenn ein gewisses Level hält, dann gehen Sie da ja, sozusagen prozyklisch rein oder eben raus, je nachdem, was für eine Position Sie da halten. Aber letztlich sind die Unterstützungsniveaus und Widerstandslevel, da sprechen wir auch durchaus über die letzten Perioden, Highs und Lows, ganz, ganz wichtig, um hier ein Stück weit eben sich voranzuarbeiten. Also, Stops, ganz, ganz wichtig. Es gibt noch einige mehr, aber die Zeit schreitet voran und wir wollen jetzt mal eben noch mehr in das Money Management eintauchen. Und hier eben die Frage stellen nach den Disziplinen zum Handelserfolg. Ich hatte auch ein Webinar schon vor längerer Zeit und auch einen Vortrag mal geschossen, wo es eben um die Voraussetzungen für einen Handelserfolg geht oder ging. Und Sie sehen hier die, ich will es mal so sagen, die drei wesentlichen Disziplinen. Ja, und da sehen Sie, das erste ist das Verständnis rund um die Märkte. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Vielmehr sehen Sie ja Punkt 2, klares Risiko, Trade und Money Management. Das ist wichtig, das ist auch heute das Thema. Wenn Sie aber allerdings Interesse haben, nochmal den Vortrag, das Webinar zum Handelserfolg zu erleben, dann schreiben Sie es rein, dann werde ich das mal mit auf die Agenda für nächstes Mal nehmen. Aber grundsätzlich jetzt hier das Verständnis eben der Märkte ganz klar. Kann man ausbauen, aber hier ist eben klar, dass Sie wissen, womit Sie es zu tun haben. Punkt 3, ganz, ganz wichtig, die mentale Geschichte. Nie vergessen, Erfolg entsteht im Kopf und wird auch genau da umgesetzt. Und Trading ist eben wirklich auch ein Sport, dem man sich hier dann auch mental hingeben muss. Und da, wie gesagt, auch die größten Fehler passieren, gerade wenn man eben hier mit dem Stop-Management zu lapidar vorgeht, die Stops zu sehr
auch flexibel mal verschiebt, eben hier keine klaren Regeln hat. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Geschichte. Aber das ist dann, wie gesagt, das Ganze, was sich dann darauf aufbaut, auf das klare Risiko, Trade und Money Management. Und wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, dann ist ja die nächste Frage, wie können Sie hier eigentlich eine Steigerung erreichen Ihres jetzigen Zustands zum Beispiel? Ja? Und dafür habe ich mal einige Folien vorbereitet, beziehungsweise jetzt viel erstmal die Punkte aufgeführt, die hier praktisch eine Fähigkeit einfließen lassen, eine Spitzenperformance überhaupt möglich zu machen. Da geht es eben auch darum, dass Sie Ihren eigenen, dem eigenen System auch vertrauen und dem System auch hier natürlich den Glauben zu weisen, dass es auch funktioniert. Und da spreche ich jetzt über den Punkt des Backtestings, des Erwartungswertes, dessen, wie man eben an den Märkten mit einer gewissen Taktik vorgeht. Und das sollten Sie natürlich auch wissen, wie Ihre Quoten aussehen. Ja, sind Sie hier mit einer Trefferquote von über 50 oder unter 50 unterwegs? Sind Sie eher pro- oder antizyklisch unterwegs? Handeln Sie den Trend? Handeln Sie eben gegen den Trend? Arbeiten Sie mit ETA, mit ATR und, und. Der Punkt ist eben hier ganz, ganz klar und wichtig, dass Sie da einen Weg finden, um Ihr System zu filtern. Oder auch, wenn Sie ein System entwickeln, beziehungsweise eine gewisse Handelssystematik haben, hier auch eine gewisse Zeit investieren, um dieses zu testen. Und dann aber auch nur dieses, ja. Der Punkt ist ganz klar, dass Sie da eben auch Ihre Fähigkeiten aufbauen, A, Disziplin forcieren, ja. Und nach spätestens 30 Trades sollten es mindestens sein, eher noch 100, nach der Sie gewisse, mit der, oder eher 100 Trades, wo Sie mit einer gewissen Taktik vorgegangen sind, um eben praktisch hier Ihren Erwartungswert zu erkennen. Und wenn dieser Erwartungswert positiv ist, dann haben Sie schon mal Vertrauen in Ihr System, weil es ja rein technisch funktioniert. Ja? Natürlich muss so ein System oder hat auch so ein System Drawdown-Phasen. Es gibt auch Systeme, jetzt kommen wir gleich zum Punkt. Was meinen Sie denn, wie hoch die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn Sie 200 Trades nach einem bestimmten System, nach einem System abgehandelt haben und Sie sind damit sehr, sehr erfolgreich, haben bislang kaum eine Drawdown-Phase gehabt, aber jetzt kommt's. Ab dem 200. Trade, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Drawdown-Serie erleben, die deutlich über 5 bis 6 Verlusttrades hintereinander liegt? Also reden wir dann doch schon vielleicht über 6, 7, 8, 9 Verluste, also richtiger Drawdown, dass der plötzlich das Setup, das Momentum oder das, was Sie auch jeweils handeln, plötzlich nicht mehr so funktioniert. Wir haben eine klassische Drawdown-Phase. Das gibt es in jedem System. Aber sagen Sie mir mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie ab dem 200. Trade eine Drawdown-Phase erleben. Das muss nicht der Trade Nummer 201 sein. Das könnte auch dann Trade 297 sein oder 351. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit im Prozent, dass das eintritt? Kurz mal ans Auditorium, damit Sie mir nicht wegknicken, sozusagen um die späte Zeit. Da ist jeder mal gefragt von den Teilnehmern. Jawohl, die ersten kommen schon rein. Einfach mal so ein Stück weit Prozentwert angeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie ab dem 200. Trade eben eher dann doch mal einen Drawdown haben. Selbst wenn Sie beispielsweise 200 Trades hintereinander in den Gewinn geführt haben, da sind Sie ja praktisch Mr. Magic und Sie haben ein Urvertrauen in Ihr System, hebeln dann beispielsweise extrem nach oben, um eben auch zu sagen, meine Güte, jetzt kann ich ja nur noch Geld verdienen. Und dann kommt genau das, nämlich die Drawdown-Phase. Und ich habe jetzt schon einige Stimmen drin. Jetzt muss ich direkt mal drüber scrollen und klicken. Die Damen der Runde, wir haben ja auch heute einige Damen als Zuschauer. Nur zu, halten Sie sich da nicht zurück. Wie ist denn da Ihre Meinung in Sachen, also bisher haben nur die Herren der Runde geantwortet. Aber wie hoch wird denn die Wahrscheinlichkeit sein? Ich fasse es dann gleich mal zusammen, was ich hier so an Zahlen bislang habe. Ja, die Mehrzahl geht in den hohen Stelle, also in den höherwertigen Prozentbereich. Um es zusammenzufassen, wir haben Werte von 50 bis 100%. Okay, dass sich das nicht in Stein meißeln lässt, ist klar, aber wir reden hier über einen Wert, der liegt bei über 95%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann nach dem 200. Trade mit großer Wahrscheinlichkeit passiert, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, Sie müssen natürlich hier dann aber auch immer
das gewisse Quäntchen haben, eben auch dann nicht, trotz dessen, dass sie ihrem System vertrauen, hier zu überhebeln, weil eine Drawdown-Phase kann immer und jederzeit auftauchen. Dennoch müssen sie an den eigenen Erfolg natürlich glauben. Das können sie wiederum, wenn sie einen positiven Erwartungswert haben, beispielsweise eben auch ihr System 100 Mal, 200 Mal, 300 Mal getestet haben und da eben auch durchaus mal eine Drawdown-Phase mitgenommen haben, die sie aber überwunden haben, um dann eben wieder zu sehen, wie sie sind wieder aus dem Boden, aus dem Tal rausgekommen und es läuft plötzlich wieder. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, um an der eigenen Psychologie und an den eigenen Erfolg zu glauben. Und das funktioniert eben dann meistens, wenn sie da kontinuierlich vorgehen und mit einem System, was auch funktioniert. Viele wechseln eben das System, ich sage es jetzt mal mit Verlaub, wie die Unterhose. Heute das, morgen das, übermorgen das, das ist recht schwierig und kann eigentlich auch kaum funktionieren, weil man eben keine Systematik drin hat, ja. Und da muss man eben durchaus auch Zeit und Kraft und Ausdauer investieren, um eben hier lang genug am Markt dabei zu sein, um eben dann auch den Wert seines Systems abschätzen zu können. Dann natürlich die Kraft, ein sinnvolles Risikomanagement anzuwenden. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, was es da noch gibt. Ganz großer Punkt für Spitzenperformance ist hier der Punkt, auf sein Setup warten zu können. Das hängt auch mit Money- und Riskmanagement zusammen. Denn viele Teilnehmer sind irgendwann in der Lage zu sagen, meine Güte, jetzt warte ich schon seit 2 Tagen oder im Intraday-Bereich seit 5 Stunden auf ein Signal, ist nichts gekommen. Und dann kommen die Bauchtrades, ja, die Emotionstrades, die, ich nenne es auch Langeweile-Trades. Dann wird ein Trade abgefeuert, der rein systematisch, rein Setup-technisch, und wir sprechen hier über ein Setup oder ein System, ja, eigenes System, sein Setup. Da wird aber plötzlich aus dem Bauch heraus gehandelt. Und das, meine lieben Zuschauer, macht natürlich komplett eine Spitzenperformance, beziehungsweise der Weg zum Erfolg, der wird damit nicht geebnet, der wird damit zerbrochen. Das Ganze geht letztlich nicht auf. Das heißt, auch das ist gerade beim Trading eine absolute Tugend, Ruhe zu bewahren. Und ja, wenn man beispielsweise sehr diszipliniert vorgeht, dann ist es eben so, dass man, wenn ich es jetzt mal grob zusammenfasse, von einem 6 bis 8 Stunden Tag, an dem Sie beispielsweise traden, vielleicht tatsächlich nur 2 bis 3 ordentliche Signale bekommen, je nachdem, welches Timeframe Sie sind. Wenn ich jetzt Heiko Behrendt, den haben wir übrigens nächsten Monat bei uns beim Live-Event, beim JFD Live-Event dabei, im Juli, Ende Juli wird das stattfinden. Da schauen wir mal dem Heiko für 3 bis 4 Stunden über die Schulter, und der scalpt natürlich im 1-Minuten-Bereich. Ja, das ist für ihn durchaus keine Seltenheit, dass der 20, 30 Trades durchaus mal abfeuert. Aber das ist natürlich auch immer wieder ein Abhängigkeitsfaktor von dem Timeframe, vom Trading-Setup, wie er das Ganze dann praktisch eben angeht und auch handelt und tradet. Aber die Geduld, auch er hat die Geduld, gewisse Systeme, Setups und eben Vorgehensweisen im Chart zu erkennen und bis dahin, bis das da ist, eben auch abzuwarten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich den Trade-disziplinierten managen zu können, rundet das Ganze ab, denn wenn Sie den Entry haben, Sie haben abgeschossen, sind live im Markt, dann haben Sie null Einflussmöglichkeit mehr. Null. Das Einzige, was Sie machen können, ist vor dem Trade beispielsweise, jetzt gehe ich mal auch mal hier gerade den MetaTrader mal rüber, ich ziehe es mal rüber, bin hier gerade Demo unterwegs, aber nicht wirklich dramatisch. So, das Einzige, was Sie eben machen können, ist, jetzt haben wir hier das britische Pfund gerade, ne? Sehen wir mal, was da heute Nacht passiert ist. Sensationelle Abwärtsbewegung. Ja, was war das hier? Gucken wir direkt nochmal, 1800 Pips rund. Ja, meine Güte, das ist schon der Knaller. Und hier ging es richtig zur Sache. So, und da geht es eben darum, man muss, wenn man einen Trade getätigt hat, dann auch wirklich natürlich Obacht geben und dann auch nur genau das handeln, was man sieht und will. Und wenn man zum Beispiel, wir hatten vorhin über einen Nicht-Stopp gesprochen, zum Beispiel, ja, das Ganze mal hier ein bisschen bunter, damit man es auch schön sieht. Und mal rot hier, ein Stopp-Level ein bisschen dicker, das Ganze. So. Stop-Line, ja, gut. So, ja, und wenn man jetzt hier beispielsweise die Bewegung, ist ja völlig wurscht, was da jetzt passiert ist, aber wir gehen jetzt mal in den Chart hier, die Nachtsession, 16., 23. und jetzt eben 24., dann knallt es natürlich durch. Aber wir haben jetzt hier die Situation, dass man hier zum Beispiel auf einen Ausbruch nach oben spekuliert und hier praktisch den möglichen Stop hat, ja. Und das Einzige, was Sie machen können, ist eben vor einem Trade Ihr Risiko zu bestimmen, ja. Das heißt, mit dem Stop bestimmen Sie Ihr Risiko. Und Ihr Target natürlich auf der anderen Seite wird dann natürlich auch wieder nach oben entsprechend abgetragen. Da kann man jetzt hier, je nachdem, wo der Einstieg dann beispielsweise wäre, eben das Zweifache im Idealfall noch mehr nach oben projizieren, um dann eben zu sagen, okay, das wäre jetzt hier oben mein Target. Der Punkt ist aber, Sie müssen sich natürlich vorher Gedanken machen über Ihren Stop. Mögliches Gewinnziel ist dann die Folge, aber Sie können eigentlich nur eins kontrollieren, und das ist Ihr Risiko. Und darüber müssen Sie sich vorher Gedanken machen, welches Risiko Sie bereit sind einzugehen. Ja, und das können Sie nur bestimmen,
indem sie sich eben klar darüber werden, okay, wenn ich im Markt bin, dann muss das Risiko definiert sein, was ich maximal verlieren darf, weil mehr Entscheidungsbefugnisse habe ich gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr machen, außer wirklich dann in den Trade selbst einzugreifen. Aber die Trade-Vorbereitung ist natürlich das Entscheidende. Wie viel riskiere ich denn überhaupt pro Trade? Was bin ich denn bereit einzusetzen pro Trade? Ja, was ist denn da die Maßgabe, um eben zu sagen, das kann ich verschmerzen, falls es schief geht. Aber Sie können wirklich nur das Risiko dahingehend bemessen, wenn Sie sich sicher darüber sind, dass Sie nur Einfluss auf Ihr Risiko haben und der Rest wird vom Markt gemacht. Was natürlich für Spitzenperformance auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, und da gehe ich gleich mal drauf ein, das poste ich natürlich auch nochmal, ist das, wofür wir stehen bei JFD. Ja, Sichtbarkeit in der Trading-Plattform, das ist hier unsere Post-Trade-Transparency Landingpage. Ich leite sie direkt mal durch für alle die, die das noch nicht kennen. Einfach mal auf sich wirken lassen und dann wissen Sie, warum Sie bei JFD Brokers sind. Der Punkt ist das, hier oben ist das, was man sieht, ja. Der Eisberg, die Spitze des Ganzen. Und hier unten ist eben genau der Punkt, das haben wir alles sehr, sehr schön nochmal beschrieben, was letztlich da noch dranhängt, ja, was da dranhängt an der ganzen Geschichte und wo eben viel, viel Schabernack in der Branche getrieben wird. Und wenn Sie erfolgreich sein wollen, und deswegen arbeiten wir auch mit vielen Vermögensverwaltern zusammen, beziehungsweise viele Family Office handeln über uns, viele Adressen, die eben an fairer Ausführung interessiert sind, vor dem Hintergrund, dass sie eben verstehen, dass faire und transparente Ausführung und auch natürlich Trade Management, kein Inhouse-Handel, kein Dealing Desk, keine Spread-Ausdehnung, keine Chart-Fakes, was es nicht alles gibt, das ist eben hier natürlich genau der Fall, wo man sagt, da haben sie es mit einem fairen Partner zu tun. Und natürlich ist auch das ein Punkt, um Ihren Erfolg und die Spitzenperformance zu ermöglichen. Weil letztlich hängt es natürlich auch daran, wie Sie ausgeführt werden, um dann praktisch erfolgreich zu sein. Und da gehen wir jetzt nochmal weiter zur Kapitalbewahrung bzw. der Schutz Ihres Kapitals ist das A und O. Sie müssen ja definitiv das Einzige, was Sie als Händler haben, oder es ist praktisch so, als wären Sie ein Fernfahrer, Sie haben das Sprit, der Sprit, der Diesel, vielmehr, der ist Ihr Treibstoff für die Märkte, ja, das Geld. Und wenn Sie Ihren Treibstoff riskieren, dann haben Sie natürlich, Sie müssen natürlich was riskieren, um auf der anderen Seite was zu gewinnen. Aber wenn Sie natürlich Ihren Treibstoff komplett aufbrauchen, dann haben Sie letztlich keinen Treibstoff mehr für die Märkte, um Gas zu geben, um zu agieren. Deswegen ist die Kapitalbewahrung, gerade auch bei Vermögensverwaltern und auch Hedgefonds, gut, die gehen manchmal übers Ziel hinaus, aber in der Regel ist es so, dass vor der Renditemaximierung, also bevor die großen Dollarzeichen im Auge zu sehen sind, bevor das Casino richtig rollt und die Gelder sozusagen auf einen einströmen, ist die Risikooptimierung entscheidend, dass Sie eben nicht zu viel riskieren pro Trade, dass Sie eben nicht Blackjack spielen oder Schwarz oder Rot oder Roulette und alles nur auf eins setzen. Nein, 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 das kann nicht funktionieren. Es muss letztlich so sein, dass die Kapitalbewahrung wichtig ist und da fängt es mit dem Risikomanagement an, dass man sich eben Fragen stellt, was darf ich denn eigentlich pro Trade verlieren? Da sind wir auch bei dem Thema Stoppsetzung und Chance-Risiko-Verhältnisse. Da muss ich mir Gedanken machen in Sachen Risikomanagement. Wie wirkt sich das auf mein Portfolio aus, wenn ich da eben das Risiko pro Position praktisch bestimme? Wie ist es denn mit den Stops? Wie weit sind die weg? Ist der Stopp näher dran, kann ich eine größere Position wählen? Ist der Stopp weiter weg, muss ich, je nachdem, wie viel ich pro Trade überhaupt verlieren darf, wahrscheinlich eine kleinere Positionsgröße wählen, in Abhängigkeit der Stoppsetzung und natürlich darin auch im Kontext des Chance-Risiko-Verhältnisses. Risikomanagement. Nächstes Thema Money Management. Wie viel soll eigentlich dann investiert werden vom Kapital? Das kann sich auf den Account beziehen. Das kann sich aber neben dem Account auch natürlich auf das ganze Portfolio, auf ihr ganzes Vermögen sozusagen orientieren. Und es gibt eben auch Marktteilnehmer, die hier auf das Account oder auf das Vermögen bezogen hier 10% pro Investment sozusagen riskieren. Und da die Frage an Sie, warum sind denn 10% pro Position vielleicht doch zu viel? Wer von Ihnen kann es mir sagen? Wir sind schon ein Stück weit fortgeschritten von der Zeit, ich weiß, aber der eine oder andere wird jetzt hoffentlich noch ein Espresso getrunken haben und wach sein. Warum sind 10% zu viel? Also gerade im Intraday-Bereich. Ich meine, natürlich, wenn Sie richtig liegen, haben Sie mit 10% Einsatz Ihres Investments, Ihres Kapitals natürlich dann auch relativ schnell horrende Renditen erzielt.
Der Punkt ist natürlich, aber wenn Sie richtig, Heinrich, an dieser Stelle, wenn Sie natürlich zu viel riskieren und eben im Gesetz der Wahrscheinlichkeit auch mal falsch liegen, was an den Märkten ja ganz normal ist, deswegen gibt es Stops, die Absicherung, die Lebensversicherung für Ihren Account, dass man eben sagt, hier bin ich bereit, das zu riskieren, wenn es nicht aufgeht, okay. Wenn ich aber da eben auch zu viel riskiere und man bewegt sich dann eben hier zum Beispiel im Bereich von 10%, dann ist es eben so, dass Sie, wenn Sie nur fünfmal falsch liegen mit so einer Hausnummer, dann haben Sie 50% Ihres Depots verloren. Und wenn Sie jetzt beispielsweise die 10% komplett riskieren und das fünfmal hintereinander, was bei einem Drawdown jetzt nichts Ungewöhnliches wäre, dann ist das Portfolio, Ihr Account, halbiert. Und dann hat man einen psychologischen Stress und das kann nicht gut sein. Deswegen Preisfrage nochmal ins Auditorium. Wie viel riskieren Sie denn pro Trade? Wo bewegen wir uns denn da? Also wir haben jetzt gerade festgestellt, 10% sind natürlich viel zu viel, das ist ganz klar. Ich habe auch Bekannte, die arbeiten mit nicht zweistelligen, aber auch mit recht hohen Prozentgrößen und das auch erfolgreich. Aber im langen Kontext, denke ich mal, ist das eben auch eine persönliche Sache, wo man eben sagen muss, will ich mich solchen Risiken auch aussetzen? Der ein oder andere wird vielleicht auch schon das Erlebnis gehabt haben, eine Position zu eröffnen, laufen zu lassen und er fühlt sich sichtlich unwohl damit. Ja, die Position, das treibt ihn um, wenn man beispielsweise keinen Hunger mehr, dann kommen vielleicht noch Kopfschmerzen oder auch Stressfaktoren, plötzlich ist man angespannt, nervös und im schlimmsten Fall läuft die Position plötzlich richtig gegen ein und dann kriegt man magischerweise einen kleinen Rinnsal im Nacken, das ist natürlich dann das Worst Case. Aber dann weiß man, meine lieben Zuschauer, dass hier irgendwas richtig daneben geht, weil Sie müssen sich beim Trade einfach mal ein Stück weit wohlfühlen und eben sagen, okay, wenn Sie nach dem Setup vorgegangen sind, wenn Sie die Regeln, Ihre Rules of Engagement angehalten haben, Ihr Setup abgefahren haben, dann ist es letztlich so, dass Sie natürlich hier abfeuern und der Trade sozusagen emotionslos laufen muss, weil der Trade kann immer als Verlierer enden. Das ist Fakt. Und wenn Sie denn verlieren, darf Sie das nicht so emotional bedrücken, dass Sie dann eben schweißgebadete Hände haben oder mega nervös werden. Wenn das so ist, dann Positionsgröße runter. Und ich sehe gerade, danke für die Antworten an dieser Stelle, ich sehe, dass wir uns hier im Bereich von 0,3 bis 2% bewegen pro Position. Das ist sehr, sehr vernünftig. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon eingangs festgestellt, als es um die Frage mit den Stops geht. Wir sind ja wirklich ein Kreis von Teilnehmern, die auch hier schon nicht mehr zu den Einsteigern meines Erachtens gehören, weil sie hier schon die Rahmenparameter tatsächlich erfasst haben. Und der Punkt ist eben genau der, dass eben hier auch diese Portfoliogröße 0,5, 0,3 bis 1% sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr gut. Also definitiv. Hängt natürlich auch, Ottmar, an dieser Stelle ganz genau von der Kontogröße ab, ja, wie viel man denn bereit ist zu riskieren. Das ist ganz klar. Aber grundsätzlich muss man auch da eben zusammenfassend feststellen, je nachdem, wie groß das Konto ist, sollte man sich nicht zu viel abweichen von den generellen Prozenten. Also 10% pro Investment sind bei einem 1.000-Euro-Konto genauso wie bei einem 100.000-Euro-Konto einfach viel zu viel, weil sie mit dieser einen Positionsgröße einfach viel zu viel ihres Portfolios riskieren und sich mehr oder weniger auch in einer Abhängigkeit eines gewissen, in einer gewissen Emotionalität vom Trading eben begeben. Und das darf natürlich nicht der Fall sein. So, Gewinn- und Verlustserien, das hatten wir vorhin schon. Wir gehen jetzt mal hier bei Gewinn- und Verlustserien unabhängig dessen auf die mögliche Ausgangsbasis ein, die sich hier in einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 widerspiegelt. Das ist auch bei vielen Marktteilnehmern immer wieder so eine Grundüberlegung nach dem Motto, Moment, ich riskiere das auf der einen Seite und will genau das auf der anderen Seite verdienen. Ja, und da bewegen wir uns hier beispielsweise Take-Profit 10%, Stop-Loss 10% oder können wir auch als Punkte definieren. Take-Profit 10 Punkte, Stop-Loss 10 Punkte. Das führt, meine lieben Zuschauer, langfristig nach Kosten, nach Steuern zu einer solchen Kurve. Also wenn Sie jedes Mal das gewinnen, was Sie riskieren, gewinnen, riskieren, gewinnen, riskieren, gewinnen, riskieren, unterm Strich wird Ihre Equity absinken und den Weg gen Süden einschlagen, weil Sie im Prinzip ja hier keinen statistischen Vorteil raus erarbeiten. Also weil Sie einfach letztlich mit diesem Erwartungswert Ihr Portfolio mehr oder weniger lahmlegen und dann eigentlich nur noch kostenbasierend Ihr Kapital auffressen lassen. Und der Weg der Equity-Kurve Ihres Accounts weist unweigerlich nach unten, weil Sie eben hier Transaktionsgebühren, Slippage haben, Spreads, Ausdehnungen und das kann eben Ihr Konto hier mehr oder weniger dann nach und nach nach unten führen, weil nämlich die Handelskommission natürlich dann auch noch dazukommen und hier die Rendite letztlich schmälern. Also es macht wenig Sinn, hier mit so einem Chance-Risiko-Verhältnis zu arbeiten. Es hängt natürlich immer wieder auch vom Setting ab, also was Sie für eine Strategie fahren, aber grundsätzlich hier mal eine Strategie, die nennt sich 3.1-Regel.
die dann eben rein technisch gesehen schon vor dem Hintergrund dessen, dass sie mit einem Erwartungswert arbeiten, der hier das einfache Risiko darstellt, aber das Dreifache als Gewinn voraussetzt. Und hier haben wir dann praktisch ein Trefferquotenverhältnis, das sich hier dann eben auch bei einer Trefferquote von deutlich unter 40% als profitabel herausstellt. Ja, also das ist tatsächlich so, dass sie eben hier bei 4 Trades beispielsweise dann eben nur einmal richtig liegen müssen. Das ist eine Trefferquote von 25%, von lächerlichen 25%, und das ist schon denkbar schlecht. Aber wenn sie generell darauf abzielen würden, eben immer das Dreifache ihres einfachen Risikos zu verdienen, dann können sie mit dieser Strategie grundsätzlich auch einen Erfolg erzielen. Und wenn die Trefferquote dann eben auch noch steigt und nicht nur bei 25% liegt, dann hat man hier tatsächlich auch die Chance, das Portfolio einfach vor dem Hintergrund eines nachweislich profitablen Chance-Risiko-Verhältnisses eben hier nach oben zu heben. Ja, also wenn Sie immer mit einem fixen Risiko von minus 10 oder 10 Punkte, 10% arbeiten und auf der anderen Seite eben auch 30% verdienen wollen, und da ist eben auch die nächste Hürde. Wir haben vorhin von dem Profit-Target-Stop gesprochen. Das heißt, bei so einer Geschichte hier ist es auch mal wieder gesagt, markttechnisch bzw. marktabhängig, ob das dreifache Risiko auch verdient werden kann. Aber wenn die Möglichkeit natürlich besteht, das dreifache Risiko zu verdienen, dann ist es auch naheliegend, dass man das durchhalten sollte. Und da macht es wenig Sinn, eben die Position dann vorher bei einem R oder bei 2R, also dem einfachen oder dem zweifachen Risiko, plötzlich zu schließen. Einfach nur aus dem Durst heraus zu sagen, meine Güte, jetzt habe ich schon mein Risiko verdient, super. Jetzt habe ich mein zweifaches Risiko verdient, noch besser. Jetzt will ich aber die Gewinne mitnehmen, und dann läuft es weiter und würde vielleicht beispielsweise auch das 3-, 4-, 5-fache Risiko verdienen, aber hier geht es einfach um die 3.1-Regel, die nichts anderes besagt, als Sie wollen generell das Dreifache Ihres einfachen Risikos verdienen, und damit können Sie statistisch dem Markt ein Schnäppchen schlagen, da Sie eben auch mit einer Trefferquote von deutlich unter 50%, aber über 25%, also zwischen 25 und 50%, mit dieser Trefferquote können Sie praktisch bei so einer 3.1-Regel erfolgreich sein. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass eben auch hier die Trefferquote nicht das A und O ist, um am Markt erfolgreich zu sein, sondern vielmehr die Trefferquote abhängig mit dem Chance-Risiko-Verhältnis, was Sie fahren. Und das ist elementar, was Sie hier auf jeden Fall mitnehmen sollten. Ich habe jetzt noch einen Slide, das muss ich mal sehen, der ist hier, glaube ich, gar nicht mit dabei. Nee, hier ist schon die Abschlussfolie. Da gucke ich gleich nochmal, dass ich das finde mit dem Take Profits und Chance-Risiko-Verhältnis. Da muss ich jetzt nochmal gucken, warum ist das hier nicht dabei. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Ich muss jetzt nochmal kurz die Slides öffnen. Das will ich Ihnen auf jeden Fall noch zeigen. Nein, aber kennt das auch vielleicht schon, aber ich muss das natürlich, da ist der Slide. Aktuelle Folie. So, ist aus einem anderen Vortrag, aber hier ist das praktisch nochmal aufgeführt. Die Trendfolgeregel, von der ich gerade sprach, ja, und die 3.1-Regel eben. Und wir hatten ja gerade das Dreifache, also die 3.1-Regel sagt ja das dreifache Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis von 3, das Sie verdienen wollen mit dem einfachen Risiko. Und eine Trefferquote, wie ich auch schon sagte, von 25%, damit wären Sie bei plus minus 0 Nachkosten. Wohlbemerkt Nachkosten, ganz wichtig, Nachkosten. Vorkosten, Vorkosten, wir sind auch doch schon ein bisschen spät hier geworden. Also Vorkosten, da muss man natürlich noch dann die Gebühren noch dazu rechnen. Also es macht wenig Sinn, nur auf die 25% zu zielen, sondern man sollte auch hier natürlich eine höhere Trefferquote anziehen. Aber das ist die Mindestquote, um sozusagen bei plus minus null rauszukommen. Trendfolgesysteme weisen in der Regel hier wieder ganz klar den Charakter auf, dass diese unter 50% liegen, ja. Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 ist eben die 50%-Quote, und das heißt, bei Trendfolgesystemen sollten Sie schon generell mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1,52 eher noch 3 arbeiten, weil Trendfolgesysteme eben häufiger mehr Versuche brauchen, um den Trend richtig zu erwischen. Aber wenn Sie ihn erwischt haben, dann ist eben das vierfache Risiko verdienbar, und das heißt, mit einer geringeren Trefferquote, was Trendfolgesystem in sich bergen, ist es aber doch möglich, auch hier erfolgreich zu sein und eben dann mit einer Trefferquote im Bereich von 35 bis 45%, ja, da redet man eben hier über Werte, die dann hier eben in Richtung 2 plus gehen, hier profitabel an den Märkten zu sein. Und das ist ganz, ganz entscheidend, um eben dann auch hier mit dem gewissen System, und da bedarf es wieder das Wissen, um hier den Wissensstand zu schließen, dass Sie wissen müssen, was Sie handeln. Wie ist Ihre Erfolgsquote? Da sind wir wieder beim Erwartungswert vom System. Haben Sie eine hohe Trefferquote?
oder eine niedrigere. Wenn Sie eine hohe Trefferquote haben, dann können Sie auch natürlich Ihre Take-Profits enger setzen, beziehungsweise solche Ausbruchssysteme haben in der Regel Trefferquoten von 60%, ja, also durchaus nichts ungewöhnliche. Auch Gegentrendsysteme haben dann eine höhere Trefferquote, wenngleich die natürlich in der Regel nicht ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis auffahren, sondern da geht es um kurzfristige Gewinne, die dann eben auch durchaus unter 1 liegen können. Aber das muss man eben mit dem Erwartungswert in Einklang bringen. So. Das jetzt mal hier kurz am Rahmen dessen und hier nochmal die Mini-Sieve, ich habe jetzt gerade die Frage gelesen. Hier haben wir unsere Landingpage, ich stelle es auch nochmal neben der Transparency-Seite ein, zu den Mini-CFDs. Da lesen Sie im Prinzip alles zu den CFDs als solches. Und wenn Sie jetzt hier beispielsweise, das ist genau die Kunst hier bei den Mini-CFDs, dass Sie eben jetzt hier im Mini-Lot-Bereich ordern können. Und wenn Sie da eine Order eben absetzen, dann sehen Sie hier, wir haben die 50 Cent pro Lot beispielsweise. Gehen wir jetzt mal hier auf den Lot oder auf das eine CFD. Ja. Jetzt habe ich einen Währungspaar gekauft, ich Depp. Und zwar das britische Pfund mit einem Lot. So, da kann es passieren, wenn man nicht aufpasst. Hier haben wir den DAX, ist aber ein Demokonto, kein Stress. Da haben wir den DAX. So, ich habe mich gerade schon gewundert, warum da 7 Euro steht. Also hier, ein CFD kostet 50 Cent, also im Gezehntel sind es dann praktisch nur noch 5 Cent, um auf den Mini zu sprechen. Das war eine Frage, die ich auch vorhin gelesen hatte. Wie gesagt, da ändert sich nichts. Es ist hier letztlich so, dass Sie den Mini als solches hier ganz klar feintunen können in dem Dezimalbereich. Sie können auch 1,4 Lot zum Beispiel handeln. Das ging eben früher alles nicht. Und das ist, wie gesagt, jetzt möglich, zack, Order abgesetzt und los geht's. Und das rechnet sich die Commission dann immer entsprechend genauso hoch. Und je nachdem, was Sie für eine Size sozusagen auswählen, so entsprechend wird die Commission runtergerechnet. Ja. Und die Mini-CFDs sind, wie gesagt, hier im Demo gut handelbar. Und auch natürlich original. Wir haben auch von den Pricings her immer eine Anlehnung an die Original-Surfer. Das heißt, wir haben nicht extra Demo-Surfer oder so ein Quatsch, sondern das, was Sie hier in Demo an Preisen sehen, das ist auch genauso auf den Real-Surfern zu sehen. Und letztlich können Sie dann natürlich hier immer sehr, sehr schön agieren. Und die Minis geben Ihnen eben die Option, hier im Cent-Bereich zu agieren. Während eben ein CFD 1 Euro ist, haben Sie dann eben nur noch eine Preisbewegung von 10 Cent hier im Mini-CFD sozusagen, im Mini-Lot-Bereich. Und das ist natürlich eine sehr komfortable Sache, um an den Märkten eben hier auch profitabel arbeiten zu können und eben auch das Money-Risk-Management, wenn man eben sagt, man riskiert nur 0,5% pro Trade, das dann eben wirklich auf die Dezimalstelle auch noch justieren zu können. Und das ist, wie gesagt, eine ganz, ganz feine Sache. Und das sollten Sie auch nutzen, um eben dann hier sozusagen noch expliziter an den Märkten zu arbeiten. Gut, meine lieben Zuschauer, wir haben es jetzt bald 20 Uhr. Meine Güte, wir haben es relativ lange durchgehalten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Will jetzt hoffen, dass Sie hier was mitnehmen konnten. Die Zeit ist leider schon rum. Wir können eigentlich noch 2, 3 Stunden philosophieren über Money Management und auch natürlich die Mini-CFDs. Aber dafür gibt es natürlich noch viele, viele Webinare in der Zukunft. Wir werden weiter Education vorantreiben. Hat auch vorhin gelesen, dass an dem Handelserfolg-Webinar das Interesse hoch ist, aber natürlich auch sicher an den Add-ons. Und genau da werden wir anknüpfen. Und ich würde mich jetzt dann am Freitagabend auch so langsam und sicher verabschieden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute dabei waren. Wünsche Ihnen ein gutes Wochenende, ein sonniges Wochenende, sofern möglich, wenig Sturm und Hagel. Und wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und da freue ich mich drauf, täglich das der Devisenradar sich anzuschauen, was ich jeden Tag 9:30 Uhr selbst vorstelle, aber auch natürlich die Webinare, die wir hier unter der Woche immer wieder abfahren. Teilverkauf Kasar, weil ich es gerade noch lese. Danke erstmal für das positive Feedback im Chat. Ist natürlich möglich, wenn Sie jetzt hier den DAX CFD gekauft haben, den einen, und Sie wollen davon die Hälfte verkaufen, dann ist das möglich. So, dann ist es die letzte Position. Jetzt müssen wir mal nach unten scrollen. So, da haben wir diese Position gesplittet und die Kontohistorie, die wir hier haben, das ist den DAX, den wir gerade, den ganzen CFD, den wir geteilt haben, der hat sich sozusagen halbiert. Die Commission ist halbiert. Also von 50 Cent für einen CFD haben Sie 25 jetzt nur gezahlt, weil der halbe rausgegangen ist. Und insofern sind hier eben die Teilverkäufe denkbar gut möglich. Manuell, genau, können Sie machen, aber Sie können auch über den, das würde jetzt den Rahmen so ein Stück weit sprengen, über den Trade Terminal hier agieren. Das sieht dann so aus, dass Sie hier praktisch
Und dazu kommen wir in einem separaten Webinar. Hier mit den Ordern, also wenn Sie eine Order markieren praktisch, hier dann festlegen können, wie Sie die Order managen mit Trailing Stop, Break-Even oder auch Teilverkäufen. Und man kann hier auch mit prozentualen Optionen vorgehen. Jetzt muss ich das nochmal direkt sehen, aber wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Sie können auch hier einen Teilschluss sozusagen festlegen, automatische Positionsschließung. Der Trade Terminal erlaubt Ihnen hier viele, viele Spielereien. Und das ist, wie gesagt, eine Education bzw. ein Ausbildungsinhalt für ein separates Webinar, wo wir dann die einzelnen Punkte mal durchgehen. Wie gesagt, not too much info. Jetzt sind wir, denke ich, gut durch nach der Stunde. Ich will nochmal danke fürs Dabeisein sagen. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie ruhig eine E-Mail an den Support. Geben Sie uns einen Daumen hoch auf YouTube. Da wird das Video nachher auch hochgeladen. Und ich sage jetzt erstmal schönes Wochenende an alle und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.